Hans, als ich gehört habe, dass du mein Gast in dieser Sendung bist, habe ich mir natürlich was überlegt, denn wir beide werden jetzt eine Runde Plakate raten spielen. Also, wir spielen jetzt Plakate raten und ich werde jetzt einmal kurz erstmal die Regeln klarstellen. Wir werden gleich hier auf unserem Monitor Plakate von Kirchentagen sehen. Da darfst du gleich buzzern. Entschuldigung, ja. Alles gut. Wir werden gleich Plakate von Kirchentagen sehen. Es wird nur der Ort und das Datum nicht zu sehen sein, damit wir nicht direkt wissen, wovon das kommt. Wir werden dann buzzern dürfen, wenn wir es wissen. Dann werden wir buzzern und dann darfst du das Ja sagen. Wenn das Ja richtig ist, dann wirst du einen Punkt bekommen. Wenn nicht, dann nicht. Soweit verstanden? Okay, ja, ne? Kriegst du auch einen Punkt, wenn es richtig ist? Ich kriege auch einen Punkt, wenn es richtig ist. Ich hoffe, also ja, gut. Das im besten Fall. Ja. Wir werden einfach direkt mal loslegen und warten aufs erste Plakat. Ich hätte jetzt gesagt, also ich glaube, ich kenne das, es könnte von 2007 sein. Es sieht so modern aus. Ich würde sagen, das war Dresden 2011. Echt? Ja, tippig. Ha! Gut, das ist dann der erste Punkt für dich. Dresden, ich habe gedacht, es sieht so modern aus, da wird dein Herz auch sein aus Matthäus. Ja, stimmt. 6,21. Du brauchst auch eine Brille. Ja, ich glaube, ich hätte es jetzt nicht sehen können. 21. Siehst du, ja. Guck. Ja. Deswegen brauchst du eine bessere Brille, glaube ich. Ja. Ja. Wir werden einfach direkt mal mit dem nächsten weitermachen. Das steht 1:0 für dich, Hans. 1968. Muss Basel an. 1968. Frankfurt. Ah! 67 Hannover. Ja. Naja. Damals war Frankfurt noch Hannover. Ja, das war vor der Gebietsreform. Ah ja, ja. Man lernt immer dazu. Ja. Ja, ich finde es gut, hier zu sein. Mhm. Also ich hätte jetzt gesagt, dass das auch relativ modern ist. Also es kann nicht so modern sein, weil Mose ja gerade erst war in Berlin. Deswegen würde ich jetzt einfach mal 2005 sagen. Nein, das würde ich deutlich später sagen. 2009 in Bremen. Ja, aber ich meine, 4 Jahre. Also ich meine, was ist das? Ja. Ja, bald kann ich das Spiel auch. Ja, gut. Wir gucken uns das nächste Bild an. Frankfurt. Basel an. Frankfurt 1978. Ah, 1977 Berlin. Aber ich finde diesen Klorollenhalter da, das ist doch ein Hammer, oder? Einer trage des anderen Last und dann so ein Klorollenhalter. Ich meine, man braucht immer wieder interessante Ideen. Das ist bestimmt etwas, was die Leute auch gebracht hat, sich näher damit zu beschäftigen. Wir kommen zum Letzten. Das war Dortmund 2019. Da weiß ich doch Bescheid. Ich meine, da habe ich ja sowas von Ahnung von gehabt. Ich glaube, man könnte fast sagen, dass ich den Ehrenpunkt auf jeden Fall geschafft habe und du hast dann doch so ein paar mehr Punkte. Ich habe zum Glück nicht mehr mitgezählt. Das war's jetzt erstmal mit Aaron Albert wieder. Möchtest du noch ein Schlusswort haben? Ich habe jetzt verloren hier, das sehe ich ein. Und ich finde, auf deinem Schreibtisch oder auf diesem Tisch fehlen die Gummibärchen. Und ich würde sagen, für die nächsten 120 Sendungen von Aaron Albert sponsere ich die Gummibärchen, die ihr hier euren Gästen anbietet. Das ist mein Wort. Vielen Dank dafür. Man muss auch mal ein guter Verlierer sein. Das finde ich super.